Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Let's Play Jurassic World Evolution. Ich bin an Eflatur und ja, wir haben am Ende der letzten Folge hier echt Action gehabt und die Action hört nicht auf. Es geht hier weiter. Wir haben immer noch richtig viel zu tun. Wir haben gerade in der letzten Folge noch festgestellt, dass da Velociraptoren und ein Schuminus mit hier in dem Gehege drin waren und oh, und es geht, glaube ich, munter weiter. Boah, ich glaube, ich verkaufe alle Dinosaurier und mache irgendwie, keine Ahnung, eine Schnitzelwelt oder sowas, keine Ahnung. Du kannst die Schnitzel essen gehen, das ist viel entspannter. Bricht hier alles wieder aus. Oh Mann. Nervt schon ein bisschen gewaltig. Und er zieht natürlich voll drüber über die komplette Insel. Jawoll. Oh mein Gott. Himmel hilf. Da kommst du echt nicht zur Rande. Oh, weia. Und die sind halt jetzt alle gestresst, ne? Und die sind... Da haben wir jetzt echt was zu tun, Leute. Die Spinos werden sauer werden, weil sie niedrige Geborgenheit haben, ja. Und es ist auch nur noch einer. Also wir brauchen auf jeden Fall einen Spinosaurier. Wisst ihr was? Nö, ich verkaufe den nicht. Ist mir egal. Weg damit. Tschüss. Suchis, haben wir noch zwei. Ein T-Rex, haben wir nur noch einen. Der ist dann sozial schlecht. Was ist das? Da machen wir das so. Oder verkauft. Egal. Toll! Jetzt greifen die hier. Oh Mann! Völlig durch. Was eine Action. Repariert Zaun nicht möglich. Ach. Transport hat begonnen. Bleib doch gleich mal da. Aber warum brechen die eigentlich wieder aus? Ich habe denen doch echt genug Land gegeben, glaube ich. Also Wald. Da ist noch ein Triceratops gestorben. Da haben wir noch einen Shuri. Oh Mann. Da ist ja auch was los jetzt. Was macht denn der? Was hat das? Unfassbar! Oh Mann! Beginne Produkttransport. Produkt wurde eingesammelt. Ich verkaufe alle. Ich verkaufe einfach alle Dinosaurier. Das ist so wesentlich weniger stressig. Bestätigt. Füge Aufgabe hinzu. Trupp reagiert auf Reparaturanfrage. Die einzigen
denen das alles wurscht ist, das sind die Spinos. Die Sturis. Denen ist das alles egal. Die chillen in ihrem Gehege. Haben keine Probleme. Machen auch keine. Das Serato da oben, dem geht's auch, der chillt da auch in seinem Gehege. Dem ist auch alles egal. Meine Güte, du. Bestätige Produktzustellung. T-Rex. Na, verkaufen. Weg. Hole Produkt ab. Zur Abholung des Produkts unterwegs. Das ist, die würden nur Stress machen, weil die alle sehr einzeln sind und das müssen wir dann wieder von null aufziehen, glaube ich, dass wir da wieder Punkte machen. Jetzt müssen wir nach den Namenkos gucken hier. Die haben Probleme mit Sozial, weil zu viele draufgegangen sind. Oh, nicht. Nein, nein, nein. Das ist unfassbar. Das ist krass. Und warum? Weil sie die verdammten Türen geöffnet haben. Reparaturtrupp unterwegs. Verstanden. Aufgabe erhalten. Unterwegs. Es geht alles nur auf wieder auf Kosten derjenigen, die die Tür geöffnet haben, weil wir können uns jetzt weniger leisten. Sprich, sie kriegen weniger Geld. Sprich, es fällt aus die zurück. Zack, so einfach ist das. Produkt wird eingesammelt. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Sammle Produkt ein. Musst halt einfach einen Haufen Hotdogs verkaufen, bis du 1,6 Millionen zusammen hast. Bestätigt. Kommt auf die Liste. So, haben wir irgendwo noch eine offen? Na ja, klar. Super. Nur vergessen. Super. Mann, Mann, Mann. Reagiere auf Reparatur. Ja, aber das sieht doch jetzt schon mal ganz gut aus. Haben wir das zumindest ein bisschen wieder unter Kontrolle hier. Bis zu dem Punkt, wo die wieder ausbrüchsen hier. So, aber jetzt machen wir erstmal den Zaun. Schnell fertig. Das war nämlich ja eigentlich die Aufgabe, die wir machen wollten. Ne? Den Zaun hier. Produkt transportiert. Transport abgeschlossen. So. Ne, das ist nicht gut. Da brechen sie schon wieder aus. Uiuiui, da brechen sie wieder aus, Leute. Eieiei. Naja. Mann, warum kriege ich das jetzt gerade nicht hin? Müssen wir das so bauen? So, und dann hier und wieder zu. Dann sieht es auch noch was aus hier, finde ich. Jo, ja, auf jeden Fall, das sieht gut aus. Jetzt können wir den Zaun hier wieder wegmachen. Und ich hoffe jetzt einfach, dass das denen genug Wald ist. Ja, ganz knapp. Ein bisschen, also Ding abgebogen hat es trotzdem im Keller. Weil es zu wenige sind. Oh Mann, oh Mann. So, der ist tot, der wurde wahrscheinlich gerissen. Ja, genau, von dem Diplo. Hole Produkt meine ab. Die Güte. Unterwegs, um Produkt abzuholen.
Ja, und während der ganzen Sache waren die Schutzräume alle offen. Also waren geschlossen. Bist du echt wie blöd. So, okay. Einer hat es nicht geschafft. Die alte Leier. Mit diesen Sauriern. Dementsprechend brüten wir da jetzt einfach nur mehr aus. Und hoffen das Beste. Kümmere mich um Reparatur. Bestätigt. Der andere hat es auch nicht geschafft. Ach komm. Geht das schon wieder los? Was hat denn der für ein Ding? Ach ja, komm. Dann wollten wir den jetzt einfach ein bisschen runter. Ich habe da keine Lust zu. Ja, und das ist jetzt euer Ding, ja, jetzt brecht ihr aus, oder wie? Geborgenheit, weil es sozial zu niedrig ist. Und ihr auch, ne? Das ist so heftig. Anfrage bestätigt. Unfassbar krass ist das. Reagiere auf Reparaturanfrage. Die greifen uns auch die Zäune an. Es war auch klar, dass die das wieder machen werden. Kein Problem. Einverstanden. Reparaturtrupp meldet sich zurück. Na? Lauf! Hallo! Ah. Anfrage bestätigt. So, und der war gestresst, weil es da drin keine Triceratops mehr gibt, ne? Ja. Übel! Übel, übel! Unterwegs zur Reparatur. Kommt auf die Liste. So war das alles nicht gedacht. Die sterben halt auch alle. So, okay, da oben haben wir den Triceratops, den wir jetzt auch aber erstmal verkaufen werden. Produkt muss eingesammelt werden. Das drückt uns so arg runter. Oh ja, geht eigentlich. Ich brüte den gleich auf Standard aus, ganz ehrlich. Vielleicht klappt es dann ja mal. Na gut, okay. Da soll man ruhig bleiben und keinen Puls bekommen, weißt du? Dabei ist der so wenig gemoddet eigentlich. Der hat ja nicht viel.
So, jetzt klappt aber auf jeden Fall. Ansonsten stimmt mit dem Saurier irgendwas nicht. Da ist tot und Altersschwäche gestorben. Und jetzt rebellieren bestimmt dann wieder die Velos. Fast. Viel fehlt nicht. Unterwegs um Produkt 1. Anfrage zur Produktabholung erhalten. Was? Du hast dich da hinten ins Nirgendwo gefahren. Wie wär's mal mit geradeaus fahren, ne? Wäre Idee, oder? Produkt wurde eingesammelt. Was ist denn mit dem los? Sag mal, ist dein Ziel auf dem Mond, dass du nicht weißt, wie du hinkommst, oder? Ach so, ah, verstehe. Klar. Da bitteschön. Eieieiei. So, aber jetzt können wir vielleicht mal ein bisschen durchatmen und haben hier Ruhe. Ne, natürlich nicht. Die sind schon wieder tot hier. So, okay, dann gibt es jetzt noch den, der aus irgendeinem Grund hier ausbricht. Aber wo bricht der hier aus? Wie kam der da jetzt raus? Der Gigantor? So, der ist aber auch schon, hat aber auch schon einen Zaundefekt. Mensch, wer hätte das gedacht, du? Heieiei. Ist ja mal was ganz was Neues. Vorsicht bitte. Obacht, Obacht. Der durchgepeitschte. Uiuiui. So. Das macht der Chef jetzt persönlich bis drauf. Ich wundere, wenn wir den jetzt verspielt hätten. So. Schlafen Sie gut. Eieiei. Also, Wald haben wir hier auf jeden Fall jetzt in Ordnung gebracht. Das haben wir schon mal, den Punkt. Dann machen wir hier hinten noch ein bisschen mehr hin. Wasser gibt's hier. Vielleicht können wir hier hinten noch ein Wasserloch hinmachen. Jo, so. Genau. Und hier vielleicht noch ein kleines. Ja. Soweit, so gut. Das ist der Triceratops. Ne, das ist der Gigantor. Den holen wir da wieder mit rein. Zur Abholung des Produkts unterwegs. Ist halt jetzt eckig hier, ne? Gefällt uns das? Ich glaube schon. Zumindest sind wir jetzt zu ein Todesaurier. Ja, jetzt rebellieren die Velociraptoren. Mhm. Ganz ausgezeichnet. Oh Mann. Oh Mann. Ganz toll. Oha, Leute. Das ist echt übel. Das ist richtig krass. Kein Problem.
da machen sie die Türen auf und da fressen sich die Hälfte der Saurier fressen sich gegenseitig auf und die andere Hälfte sind wir gezwungen zu verkaufen und eieiei. Das ist schon eine Nummer jetzt gewesen. Ganz, ganz krass. Und dabei wollten wir doch eigentlich nur hier hinten ganz gemütlich die Sachen aufstellen. Dürfen wir das nicht? Hier hinten noch ein Umspannwerk hinbauen. Komm, lasst uns doch. Nee, dürfen wir nicht. Und da höre ich doch schon wieder, wie gerammelt wird. Gegen die Mauern, Boden. Daher, hier macht wieder Stress. Bestätige Aufgabe. Und da ist ein toter Saurier. Und dann machen die jetzt bestimmt auch bald Stress, ne? Nee, die sind entspannter. Produkt wird eingesammelt. Leute, Leute. Wie schaut's hier aus? Die müssten nur fertig werden. Dann beruhigen sie sich wieder. Ich will die nicht verkaufen, wo die eh schon so schwierig sind zum Ausbrüten. Soundeffekt. Mensch, mal was Neues. Sie sich mal echt was überlegt. So, aber jetzt hier. Sicherheit. Sicherheitstrainer. Also bauen wir auf jeden Fall für hier nochmal. Und das heißt, dass wir nochmal ein... Moment, vielleicht können wir da nochmal was anderes hinbauen. Futterstation, was zu essen, das ist auch krass. Gäste, Souvenirladen, Kleiderladen, Fressstation. Hallo? Wie wär's denn hiermit? Also, die ist direkt daneben und warum bist du rot? Ich verstehe es nicht. Jetzt wird's gelb. Naja. Getränke, okay. Das ist mir auch, ehrlich gesagt, gerade ein bisschen wurscht. Geschenke, Souvenir ist gut. Spiel ist gut. Toiletten sind hier auch gut, ja. Dann, was sind das hier? Finanzen, Attraktionen, Berufs. Sicherheit drauf. Okay, können wir da eine hinbauen? Sicherheit und was für ein Spaß, oder? Sicherheit und was für ein Spaß, okay. Also, schauen wir mal, Gästeanlagen, einen Schutzraum. Den kriegen wir hier überall. Kriegen wir den da noch irgendwie rein? So würden wir ihn noch irgendwie reingequetscht bekommen. Hier. Wisst ihr was? Jetzt bauen wir erstmal hier vorne noch die Spielhalle oder was anderes. Spielhalle. Die quetschen wir uns jetzt dahin. Da geht es hier nicht mehr hin. Gerade so. Gerade so passt sie da noch hin. Und den Schutzraum. Schauen wir mal, dass wir den noch daneben prügeln dürfen. Jawohl. So. Jawohl. Sehr schön. Ist nur noch eine anständige Straße. Wenn das mal nicht irgendwie richtig blöd ausschaut, dann weiß ich aber auch nicht. Und zack, und dass das nicht so professionell hingepfuscht ausschaut, machen wir das jetzt wieder schön. So.
Natürlich haben wir jetzt auch eins zu viel. Lege weitere Aufgabe fest. Unterwegs, um Futterstation zu füllen. Einverstanden. Lege weitere Aufgabe fest. So, und die von den Strudis müssen auch noch aufgefüllt werden. So. Ja, so schlecht finde ich es jetzt gar nicht hier mit den ganzen Dingen. Kann keine Route zum Ziel finden, weil das Strudi-Ding noch keinen Eingang hat, ne? Ja, genau. Wo verstecken wir denn den? Was macht er denn da mit dem Zaun? Das ist ja wild. Puh, gar nicht so einfach. Es sieht jetzt nicht so richtig gut aus, aber ist mir jetzt egal. So, dann die Spielhalle können wir auf jeden Fall noch mit Personal aufstocken. So. Jetzt wird die Futterstation total vollgeknallt. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Anfrage zur Produktabholung erhalten. Da liegen überall im Park die Saurier rum. Das ist nicht gut. Das schadet dem Image. Transportiere Produkt. Warnung. Sabotage im Gang. Oh, bitte, bitte nicht die Türen. Nicht die Türen. Obwohl, es ist auch schon egal, weil es sind ja fast keine Saurier mehr da. Produkt unterwegs. Doch! Die Türen! Gott, Leute! Es darf doch jetzt echt nicht sein! Zum Heulen ist es, zum Heulen. Es sind die Türen. Mein Gott. Ich glaube, die reiße ich immer weg und werde dann nur, wenn eine benötigt ist, eine neue hinbauen. Oh Mann! Bestätigt. Anfrage bestätigt. Füge Aufgabe hinzu. Das ist so unfassbar. Hole Produkt ab. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Produkt wurde zugestellt. So, okay, na dann. Produkt zugestellt. Das bringt ja nichts, jetzt die ganzen Türen dazu zu machen, ne? Das ist ja Quatsch. Die gehen sowieso in ein paar Sekunden wieder zu. Ja, genau, da. Zack, boom. So, okay, aber wir müssen jetzt hier hinten. Da gibt es auf jeden Fall auch. Kein Problem. Ein paar. Einen Ausreißer haben wir hier. Ist gut, dass das Fahrzeug gleich in der Nähe ist. Da haben wir noch einen Ausreißer. Zwei von den Strudis sind ausgerissen. Und hier oben haben wir den Schlechter noch. So. Erhalten.
Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Brachiosaurier, Altersschwäche. Okay, das ist. Oh, oh. Transport im Gange. Produkttransport wird durchgeführt. Beginne Produkttransport. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Was ist ein Schuminus, oder? Unterwegs, um Produkt abzuholen. Ist der da reingekommen? Ist die Wand hier kaputt? Nee. Ist der da reingelatscht, tatsächlich? Ja, Leute, wir sind eigentlich schon wieder am Ende dieser Folge und wir haben in der Folge, glaube ich, nicht viel anderes gemacht als Dinosaurier eingefangen. Yay. Es fühlt sich sehr erfüllend an. Aber vor allem, warum sabotiert uns bitte die Sicherheitsabteilung? Die ist auf Maximum praktisch. Ich glaube nicht, dass es die Sicherheitsabteilung war. Kein Problem. Vor allem, das wäre ja ungefähr wie der Glaser, der unterwegs wäre und nachts die Fenster einwirft, dass er früh Aufträge kriegt, ne? So, den zweiten, den tun wir jetzt auch noch im Buffet geben und dann beenden wir die Folge. Produkt transportiert. Produkt wird transportiert. Ja, also, ja, ganz schön stressige Sache. Eigentlich wollen wir ja hier endlich mal fertig werden und wieder weitermachen bei Dr. Who's Geheimnisse und so. Wir sind ja eigentlich nur hierher zurückgekommen, um die letzten Sachen noch freizuschalten. Das gestaltet sich gerade schwieriger, aber jetzt haben wir weniger Saurier und wenn es dann wirklich so sein muss, dass ich hier einfach die meisten Stressersaurier einfach verkaufe und dann nur noch Pflanzenfresser überall reinhaue, dass wir Ruhe haben, mag es auch sein. Es ist aber ein wahnsinnig schöner Park, wie ich finde. Das schaut einfach wirklich gut aus. Vor allem, wenn wir dann hier noch ein bisschen den Stil von da übernehmen, dann ist das richtig nice. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß, oder ich glaube schon, dass ihr Spaß habt. Ich meine, das ist ja wirklich das, was wir sehen wollen, ne? Dass die Saurier ausbrechen und Action und so. Und ja, ich ein bisschen am Rotieren und am Verzweifeln bin. Aber gut, ja, ne? Also ich würde mich freuen, wenn ihr der Folge einen Daumen nach oben gebt. Und natürlich würde ich mich auch wieder riesig freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und riesig würde ich mich auch freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und dann schauen wir mal, ob sie uns wieder die Türen aufmachen, ne? Also, bis dann. Euer Nefflatur.